Hey, willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game. So, witzigerweise gibt es jetzt schon das Mastodon-Paket zu gewinnen. Und ja, Mastodon, neues Mammut wird es bald in hier Jurassic World The Game geben. Und es gibt jetzt schon das Paket, das man sich kaufen kann, falls man das nie verpasst hat. Wir haben es nicht verpasst, es ist halt noch nicht vorbei. Wir sind jetzt hier gerade mal, ja, ne, noch eine Stunde dauert's. Die Folge wird auch nicht um Mastodon gehen. Letztendlich will ich mir hier eigentlich Events anschauen, wenn ich ehrlich bin. Und mal durchgucken, was jetzt hier gerade alles so im Spiel da ist. Also, ja, Mastodon ist nächste Folge. Auf jeden Fall dann hier. Ich will jetzt gerade noch gucken. Hier haben wir Panoctus, haben wir den? Naja, beweise deine Stärke. Das wurde mir gesagt, das Event soll ganz cool sein. Also ich habe mir ein paar, ne, ich finde es ganz cool, dass man da mir immer so schreibt, wenn irgendwas ganz cool ist. Also, ich lese eigentlich alle Kommentare. Das heißt, wenn ich nicht antworte, liegt es meistens daran, dass entweder eine Frage ist, wo ich mir denke, die ist selbsterklärend. Also, ich will jetzt wirklich nicht auf alles antworten. Oder es ist eine Sache, die ich schon mal in der Vergangenheit irgendwann beantwortet habe. Natürlich, manchmal wiederhole ich schon meine Antworten, weil ich mir denke, gut, jetzt kann ich doch irgendwann doch nicht mehr erwarten, dass das alle noch wissen. Aber im Normalfall beantworte ich wirklich das, wo ich mir denke, yo, da fühle ich mich jetzt schlecht, wenn ich es nicht mache, keine Ahnung. Da hat er auf jeden Fall was verdient, so ungefähr. Aber ich versuche, also ich lese eigentlich alles und letztendlich wurde ich darauf hingewiesen, dass das ganz cool sein soll, das Event. Jetzt gucken wir mal, was der Panoctus, ob der bei uns überhaupt schon drin ist. Das ist der Dödikurus, das hätte ich mir denken können. Panoctus, Glyptodon. Eher bräunlicher, ne? Also, ich meine, bronzener. Sag mal, haben wir den noch nicht? Das kann gut sein. Wartet mal, der war doch ein. Achso, schon mal, das ist ja die, die ich ausbrüten kann. Den haben wir auch noch nicht. Tyticus. Das ist ein legendärer. Ah ja, gut, dann schalten wir den auf jeden Fall mal frei und. Wenn ich das schon wieder sehe, ey. Oh, die schwersten. Oh Mann, die härtesten Gegner, die ungefähr möglich sind auf unserer Meeres, ja, Kreaturebene, sage ich jetzt mal. Gut, Edestus. Soll ich mit dem Hybriden reingehen? Wir probieren es mal ohne Hybrid. So, ja, ich hoffe, ich vergesse nichts irgendwie zu sagen, zu nennen. Zu erwähnen, was ich eigentlich wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was war in der letzten Folge. Ach ja, stimmt, das Jurassic World Jubiläumstor. Oh shit, jetzt wechselt er. Aber er greift nicht an. Ich habe auch von euch gelesen, dass ihr da sehr. Ah, man muss ja da immer auf dieses Auswechselzeichen jetzt drücken. Dass ihr da auch sehr gemischt reagiert habt. Ich hätte angreifen sollen. Ich glaube, das hätte gereicht prozentual dann. Naja, auf jeden Fall auch gemischt reagiert habt, weil das halt. Ne, so generell als Statue doch nicht so geil aussah. Also, ich weiß nicht, also. Ist schon eine coole Sache generell. Auf jeden Fall. Okay, wir brauchen doch drei. Aber ich muss auch sagen, es wirkte halt relativ irgendwie schwach gegenüber dem Jurassic Park Tor. Klar, es war nicht, das Tor sollte nicht im Fokus stehen. Aber es war einfach gegenüber dem Jurassic Park Tor doch nicht so geil. Naja, vielleicht hätte man als Jubiläums. Avatar doch irgendwie den Dominus im Hintergrund setzen sollen. Wer weiß, vielleicht wäre es besser gewesen. So, aber die Runde sollte auf jeden Fall eigentlich gewonnen sein, denn er muss jetzt noch zwei Punkte setzen, hat dann noch zwei über und wir können sozusagen mit vier Punkten nächste Runde angreifen. In dem Fall setzt er alle ein, weil er vielleicht damit rechnet, dass wir zwei Verteidigungen gehabt hätten. Ja, passt. Da sind wir das Prinzip durchgegangen, dass wir als erstes den Gegner, dem Gegner einen wegnehmen und dann das sozusagen aufrechterhalten. Sehr schön. So habe ich das gerne. Es gibt auch neue Booster. Habe ich gelesen. Ich hoffe, es stimmt so. Es wurde jetzt, glaube ich, nicht im Spiel angekündigt. Also glaube ich. Also ich habe jetzt keine Meldung bekommen. Aber das. Vielleicht können wir das auch noch schnell nachschauen. Ich weiß nicht, ob ich das. Ob man das generell so einfach nachschauen kann. Xenatodon. Das sind halt einfach drei Oberflächenkreaturen. Was ist jetzt die Sache? Wollen wir es mal probieren? Ohne, dass wir unseren Hinodus neu kaufen. Schauen wir mal. Der Romaleo ist ja echt nicht schlecht. Und dann letztendlich spielen wir halt einfach mit Plotto.
Wenn wir es nochmal so hinkriegen wie letzte Runde, dann sieht es ja so aus am Ende, dass wir echt viele Punkte übrig haben und mit denen richtig reinrasieren können. Gehen wir mal im Xenatodon auch rein. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ich meine, Höhlenkreaturen wären jetzt auf jeden Fall schlecht gewesen, deswegen bin ich die auch nicht gegangen, aber schauen wir mal. Aber mir kommt es gerade so vor, als wäre dieses Team ein wenig schwächer als das letzte. Ja, vermutlich. Er greift auch komplett. Er greift sofort an. Das heißt, er erleichtert uns das Ganze. Und jetzt hat er. Ich glaube, der muss sogar 3 Punkte setzen, um uns zu töten. Das heißt, es dürfte jetzt gar nicht reichen. Ja, oder? Ja, er hätte 3 setzen müssen. Ja, also, der erleichtert uns einiges. Oh ja. Da müssen wir nicht einmal unseren Xenatodon dann einsetzen. Ach, das Team war schon schwächer als das letzte. Ne? Auf jeden Fall. Peng. Ja. Ich will aber mit dem Xenatodon den Winning Screen haben, deswegen werden wir mit ihm jetzt den Finish ersetzen. Zack. Ram-Attacke. Und da ist er, der Gute. Er sieht schon verdammt geil aus. Da kann man wirklich. Ich glaube, da haben wir nicht wirklich zu streiten. Ne? Der sieht schon geil aus. Da sind wir uns einig. So. Letzter Kampf. Ach, Mitrakanto kann man hier freispielen. Ich dachte gerade, das sah so aus wie so der Indominus und ich war gerade verwirrt einfach. Oh, das scheint jetzt wieder ein nicht zu krass, obwohl auch nicht schlecht auf jeden Fall. Aber dieses Mal 2 Höhlenkreaturen. Schaffen wir das, ohne was kaufen zu müssen? Eigentlich schon. Definitiv, weil jetzt können wir unseren Joker spielen, nämlich unseren Hybriden. Jetzt spielen wir einfach unseren Dunkleosaurus. Den guten Kollegen, der den jetzt erst einmal hier one-hittet. Ich habe auch letztlich in der letzten Folge, habe ich auch des Öfteren tatsächlich gelesen, ich soll nicht den Dunkleosaurus so ärgern. Oder so mobben, so ungefähr. Er ist halt einfach, ich weiß nicht, ich bin einfach ein Mensch, ich denke mir so, keine Ahnung, ich überlege mir, was lohnt sich, was lohnt nicht, ne? Ich schaue mir das objektiv an, ich vergleiche gern und da ist der Dunkleosaurus doch für den Preis nicht so bombastisch. Und man sagt ja, wenn jetzt generell alle Meereskreaturen teurer sind und dafür nicht zu krass, dann ist es ja eigentlich fair, wenn der Hybrid es auch ist. Aber das ist ja nicht mal der Fall. Aber der Fall ist, dass wir tot sind. Ja, tschüss, Dunklosaurus. Nee, es ist ja nicht mal der Fall. Es gibt ja wirklich Meereskreaturen, die Preis-Leistung fast mit den Landkreaturen vergleichbar sind. Und das ist dann doof von Lydia eigentlich. Da sollten sie es, wenn dann, ja, sollen sie sich eigentlich einigen. Sollen sich jetzt mal einig sein, ja? Wollen wir jetzt die Tore machen oder nicht? Ich meine, es wirkt schon so eigentlich, weil es großteils so ist, dass Meereskreaturen teurer sind als Landkreaturen für die Stärke im Vergleich zu denen. Aber, ne, es ist genauso bei den Eiszeitkreaturen. Da sind auch viele ganz schön teuer. Obwohl wiederum das Mammut für die Stärke, also dafür, dass es eine Turnierkreatur ist, sehr stark ist. Es ist nämlich fast so stark wie eine VIP-Kreatur. Das ist auf jeden Fall Panochtus. Sieht ziemlich interessant aus. Weiß gar nicht, was als nächstes ansteht von der SDNS her. Schaffe ich da nicht den Spinosaurus irgendwann mal? Müsste ich gerade mal schauen. Aber ich glaube, dass der tatsächlich bald mal möglich wäre. Ach, Mammutserium ist auch so ein Kollege, der verdammt teuer ist. Hier ist er. Dann hauen wir ihn einfach einmal rein. Der hat ein sehr interessantes Gesicht. Einen sehr interessanten Kopf. Auf Level 40 werde ich ihn jetzt nicht hauen, wenn es okay ist. Obwohl wir haben 9 Minuten. Na, ich weiß nicht, ob es euch so interessieren würde. Ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich hauptsächlich noch Events. Wir brauchen ihn ja noch nicht. Vielleicht kriegt er mal einen Hybriden. Und die Musik fuckt mich gerade ab. Owen, mach das mal bitte. Wollte jetzt echt die Events noch machen. Schauen wir erst einmal. Es gibt doch angeblich neue Modifikationen. Angst und Schrecken. Minus 45% Angriffswert für alle gegnerischen Tiere. Kann es sein, dass das neu ist? Ich weiß es nicht. Kann man das sortieren auf. Und die Musik ist schon wieder. Klassenvorteilbonus wird von plus 50% auf 150% des Angriffswerts erhöht. Boah, das ist krass.
Also wenn man den Vorteil hat, dann 150%. Kann sein, dass das auch neu ist. Also ich schaue gerade so ein bisschen durch, was das verursacht. Schaden wird auf das gesamte gegnerische Team verteilt. Ey, das ist definitiv neu. Oh mein Gott, das ist ja verdammt stark. Da kann man rein theoretisch. Also wirklich jetzt rein theoretisch. Ganz kurz, die Jagd, ist sie nur auf den Saurier bezogen, den wir haben, oder? Weil es steht Klassenvorteil-Bonus wird generell erhöht. Ist nur auf mein Team bezogen? Okay, es wird schon gut erklärt jetzt generell, aber von des modifizierten Tiers. Okay, es wird schon erklärt. Es ist nicht für mein ganzes Team, es ist nur das Tier, was diesen Bonus hat, wird dann stärker. Aber auf jeden Fall, sonst hätte ich jetzt gerade gedacht, yo, keine Ahnung, ich hau am Anfang irgendein Viech rein, was den Vorteil hat, hab noch die Jagd auf einem anderen, ne, hab nur 50% Bonus und one-hitte dann das ganze gegnerische Team durch Abspaltung. Also Abspaltung des Tier, was es hat, ne, so viel Damage sollte der am besten haben, dann kann man erstmal im ganzen gegnerischen Team ordentlich reindonnern. Also das ist cool. Bindung? Das gegnerische Team kann keine Tiere austauschen. Könnte sein, dass das auch neu ist? Verwunden. Für den gesamten Kampf landet die LP des Gegners um 20%. Klingt mir auch neu. Ich glaube, dieses Einschüchterung ist neu. Versammeln, Aufladung hatten wir schon. Auf jeden Fall geil. Aber was nicht so geil ist, ist Code 19. Jetzt nervt mich nicht. So. Wieso lädt sich das nicht auf? Kostenzurückstattung in 9 Stunden. War schon immer so, dass das silberne Paket auch Dollarscheine gekostet hat? Das war doch eigentlich nicht so. Oder ist es bei mir einfach noch nicht zurückgesetzt? Das kann auch sein. Wir geben jetzt einfach mal Dollarscheine aus, würde ich sagen. Oder wir machen es mit Geld bei Blue. Aber im Bronze, dann kriegen wir nichts Gutes. Boah, ich hätte so gern dieses hier, dass sich das verteilt, der Schaden. Ah, das brauchen wir nicht. Warte mal, wir nehmen mal ein goldenes. Ist es da dabei? Ich sehe es gerade gar nicht. Ich glaube schon. Doch, 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 da ist es. Aufspaltung heißt das doch. Oh, wir kriegen's. Ne, Abspaltung. Oh, das ist cool. Schauen wir mal. Kriegen wir es nochmal? Ja, da zeigt er schon Ausrufezeichen. Neue Modifikation. Kriegen wir es vielleicht noch einmal? Oder vielleicht kriegen wir ein Paket. Okay, überleben. Das ist ja auch definitiv eins der stärksten, was existiert. Einer der stärksten Booster. Das muss ich schon sagen. Es ist cool, wenn sie das weiter so upgraden. Ah, cool, nochmal. Bam. So, was gab es jetzt nochmal? Überleben, Abspaltung. Angst und Schrecken. Bei Silber gab es jetzt auch nochmal was und bei Blau. Ja, da kommen dann. Geld haben wir ja genügend. Okay, hier Dollarscheine. Öffnen wir nochmal in was Silbernes. Ah, kriegen wir dieses Klassen? Ah, Klonen, das kennen wir ja schon. Ich will was Gescheites. Komm. Und kriegen wir den verbesserten Klassenbonus? Blutung. Ich meine, wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht einsetzen, aber man kann es doch mal probieren, dass man es schon mal sich holt. Bevor ich dann wieder in einer anderen Folge hier nervig, was ich jetzt eigentlich auch schon mache, nervig hier am Rad drehe. Hätte ich gedacht, wäre jetzt vielleicht ein besserer Zeitpunkt. Ey, wir kriegen es gerade echt nicht. Heilige Kacke, ich gebe hier gerade meine Dollarscheine zu sehr aus. Komm, letztes Mal gamblen, jetzt reicht's aber. Komm. Inspiration. Das sah mir auch neu aus. Was stand da dabei? Lebenspunkte werden erhöht, aber Angriffspunkte verringert? Also das Gegenteil von Berserker. Anscheinend. Ja, ich krieg's gerade nicht hin. Wartet mal, Delta, bist du vielleicht besser? Da ist es mit dem Klassenwort. Ja, sehr schön, Jagd. Jetzt haben wir das auch mal. Gut. Schön, dann machen wir noch was. Oh mein Gott, wieso gebe ich die Fressen aus? Fressen ist wertvoll. Fressen ist sehr wertvoll. Hätte ich nicht machen dürfen. Krieg ich dafür was Schönes? Nee, ich krieg Mist. Okay, da gebe ich am liebsten Geld aus. Davon kriegen wir am meisten. Also Blue ist da wirklich die beste Wahl, meiner Meinung nach. Ja. Wie war das nochmal bei Charlie? DNS, wer gibt DNS aus? Und bei Echo sind es nur Dollarscheine. Nee, also ich finde das Blue eindeutig die beste Wahl mit dem Geld. Obwohl es natürlich sich sehr, sehr schnell hoch multipliziert. Also irgendwann hat man keins mehr. Ah, das ist Inspiration. Ja, okay, tatsächlich. Klingt nach dem Gegenteil vom Berserker. Ist die Frage, was besser ist. Und wir kriegen gerade wirklich nur Mist. Ja gut, jetzt reicht's dann aber auch wieder. Also, bevor ich mein ganzes Geld raushau und ihr euch da langweilt, wie ich hier das Rad drehe, wo ihr natürlich vorspulen könntet.
Reicht's auch. Und wir haben gerade viermal Alpha bekommen. Ist es immer so, dass man aus diesen Tüten nur dasselbe bekommt? Weil ich erinnere mich, ich meine mich eigentlich zu erinnern, dass ich da auch oft gemischte Sachen bekommen habe. Ich hoffe, das ist leicht rauszukarten. Ich habe nämlich selten Lust da und ach Gott, habe ich einfach keinen Bock drauf. So, dann gelangen wir jetzt mal noch schnell zum Kampf. Beweis deine Stärke, war es, richtig? So, Showdown heißt das Ganze. Das heißt, wir kämpfen gegen uns selber. Und diesmal nur ein Fleischfresser. Hä? Ach so, generell ein Fleischfresser und ich kann halt mein Team rein theoretisch auch noch mit dreien sozusagen vollfüllen, okay. Ja, keine Ahnung, was nehmen wir denn? Wartet mal, den Lytronax ist doch cool mit Sicherheit. Ja, finde ich ja. Jetzt brauche ich doch noch einen Pflanzenfresser. Da stand doch nur Fleischfresser, hä? Na gut, dann nehmen wir noch einen Pflanzenfresser mit. Den Einjur sind ja so selten. 2 gegen 2, 3. So, okay. Showdown mit zwei Kreaturen. Hatten wir das schon mal? Es war doch sonst immer nur ein 1 gegen 1. Das könnte interessant werden, aber dass der zum Pflanzenfresser wechselt, das wäre schon. Das wäre komisch, wenn er das macht. Ich gehe mal auf Verteidigung. Ich weiß, man weiß ja nie, vielleicht greift er jetzt komplett an. Tatsächlich. Er greift mit 2 Punkten an. So, dann war das nämlich schon mal recht gut, weil jetzt haben wir ihn tot und sein Pflanzenfresser-Kollege muss Punkte einsetzen, um uns zu töten. In dem Fall 3 sogar. Die hat er nicht mal. Na, das ist die Taktik dahinter. Er greift sogar an. Und jetzt ist er tot, weil wir. Jawohl. 2 Punkte dürften. Doch, 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 doch. 2 reichen, natürlich. Ja, ne, da ist er tot. Man hätte jetzt natürlich auch so spielen können. Zuerst den Pflanzenfresser setzen. Dann wird der Gegner wahrscheinlich auf den Fleischfresser setzen. Und dann irgendwie damit spielen, dass der einen Punkt weniger hat. Aber ich glaube, so war es einfacher. Kein K.O. innerhalb des Teams generell, heißt es auch. Okay, das ist also nicht einfach. Ah, das verändert sich. Ja. Die andere Bedingungen sind es jetzt. Jetzt haben wir wirklich einen Fight gegen. Eigentlich was richtig Heftiges. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh mein Gott. Oh Mann. Mir wurde schon geschrieben, ja, ziemlich cooles Event. Ist so ungefähr alles mal dabei. Aber ich hoffe, es wurde schon gehofft, dass ich da nicht so ein Pech habe. Aber wenn ich das wieder sehe hier, kein K.O. innerhalb des Teams gegen dieses gegnerische Team, da lache ich ja. Ich meine, was soll ich machen? Gorgosuchus reinhauen, richtig. Und was macht der dann? Metrophodon, zack, 2 Angriffe, ich bin weg. Ach komm, das ist doch schon wieder. Es ist halt wirklich zum Mäusemelken. Was soll ich da machen? Oh Gott. Wie soll ich denn das spielen? Er wird definitiv swappen. Die Frage ist, ob er angreifen wird. Wir können ihn töten. Er hat den Punkt nicht auf Verteidigung. Er hat ihn nicht auf Verteidigung. Jetzt kann er wechseln und hat 2 Angriffspunkte und das wird mein Signosuchus zerstören. Macht er nicht? Er tötet mich mit seinem Metrophodon. Und es. Ach, Mann. Mann. Ich bin so schlecht in dieser Form. Also wirklich in diesem Modus. Dieses keinen K.O. des. Hat mich schon immer genervt. Ich weiß nicht direkt, was ich falsch mache. Ich bilde mir immer ein, dass man das eigentlich. Wenn ich ehrlich bin, das Problem ist meine Spielweise. Wie ich das Spiel generell spiele, ist halt wirklich genau das Gegenteil. Ich will immer meine Tiere herschenken, damit ich mit dem nächsten so ungefähr Maximalpunkte habe. Aber. Oh. Es ist halt.
Was soll ich machen? Ich befinde mich in einer aussichtslosen Lage. Ich muss hoffen, dass er mich jetzt mit 2 Punkten angreift. Wenn er es mit 3 macht, bin ich weg. Leute, was soll ich da machen? Also mit dem klassen Vorteil spielen ist schon mal schwachsinnig. Was ich jetzt machen könnte, ist mit meinen 3 stärksten Fleischwassern spielen und wirklich hoffen. Ja, eigentlich muss ich jetzt komplett auf so spielen, als hätte ich nur den Pachigalo. Heißt, ich gehe komplett auf Defense meistens. Schau, dass er irgendwie Fehler macht, was er jetzt erstmal nicht macht. Super. Ach komm. Er saved wieder so verdammt viel Punkte. Er greift wieder nicht an. Ach du Kacke, wie der sich hochsaved. Würde er immerhin Fehler machen, so, ne? Dann wäre der Modus immerhin machbar. Aber so, super. Was habe ich damit jetzt erreicht? Nicht viel. Was ich damit erreicht habe, ist, dass er noch einen Punkt hat. Ich fast alle einsetzen darf und ich bin nächste Runde tot. Leute, was soll ich tun? Spielt Lydia überhaupt selber die Events, um zu testen, wie schwer sie die machen? Überlegen sie sich überhaupt, ob es machbar ist? Ey, das kann ja nicht sein. Also wenn ihr mich fragt, ist es nicht möglich. Denn egal, was ich mache, ich kann ihn nicht töten, er kann mich dafür nächste Runde töten. Er kann, was der Gegner nutzen kann, und das ist diese krasse Taktik in Jurassic World The Game eigentlich, ist sein Tier sterben lassen und mit dem nächsten die Punkte wiederum aufnehmen und mich töten, beziehungsweise mich viel einsetzen lassen und mit dem nächsten mich auseinandernehmen dann. Und das darf ich ja nicht mal zulassen. Das heißt, solange ich nicht eine Kreatur habe, die überaus overpowered ist, ich weiß ja gar nicht, wie stark meine Gegner wären, hätte ich einen Indoraptor Level 40. Das sind viel zu starke Gegner. Level 32 Metrophodon ist eindeutig zu stark. Ich meine sogar 36. Also, wenn ihr mich fragt, ist das unmöglich. Also, für mich halt. Ich weiß nicht, da könnt ihr mir auch gern widersprechen und sagen, was hätte ich besser machen sollen. Aber überlegt mal, selbst wenn ich aggressiv gespielt hätte, hätte ich irgendwann keine Punkte mehr. Und der Gegner hat ja wieder seine 4 Anfangspunkte. Dem ist es ja egal, der kann das ja ausnutzen, dass seine Tiere verrecken und der Nächste dann hier mich sozusagen bestraft dafür. Ich darf sowas nicht zulassen. Naja, also, ihr könnt mir schreiben. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Was wäre noch gekommen bei dem Event? Das ist wirklich brutal. Was hätte ich machen sollen? Was hattet ihr für Gegner? Vielleicht schaffe ich es doch noch. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt noch mal ein bisschen probieren privat, aber ich glaube nicht. Ich finde es jetzt schade. Ich hätte gerne noch gesehen, was die letzten 2 Events gewesen wären. Wie gesagt, schreibt mir bitte, was da noch kommt. Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall den guten Mastodon. Und ja, sonst, die Booster klingen cool. Konnte man jetzt noch nicht einsetzen, leider. Und ich hoffe, ihr habt sonst noch einen schönen Tag, Abend, keine Ahnung, wann ihr halt guckt. Gebt mir auf jeden Fall irgendwie Tipps zu dem Event, wenn ihr da was habt. Aber ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass es irgendwie besser, sage ich jetzt mal, spielbar gewesen wäre. Ich weiß nicht, also, ne? Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr für eine Erfahrung damit gemacht habt. Und gerne auch, was da als nächstes gekommen wäre. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war ich, der Marcel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.